Hi, du willst also den Campus der Makromedia in Köln kennenlernen? Dann bleib doch dran und ich führe dich ein bisschen rum. Willkommen auf der vierten Etage und hier siehst du auch schon direkt den Welcome Desk. Egal welche Fragen, Anliegen oder Anmerkungen wir haben, die Mitarbeitenden der Student Services helfen uns auf alle Fälle. Wenn Studierende im Sommer lieber draußen lernen möchten, haben sie hier auf den drei verschiedenen Terrassen auf jeden Fall die Möglichkeit dazu. Wie man sieht, befinde ich mich hier gerade in der Bibliothek oder besser gesagt in unserer Präsenzbibliothek. Hier finden wir die verschiedenste Pflichtliteratur zu den angebotenen Studienfächern hier an der Makromedia. Wir können sie aber ganz normal auch hinsetzen und lernen, Bücher scannen und wir haben noch eine Online-Bibliothek, in der wir noch viel mehr Literatur angeboten bekommen. Bei einer Hochschule dürfen auch keine Seminarräume fehlen. Und hier werden deine Lehrveranstaltungen stattfinden, wie Vorlesungen, Seminare, Workshops, aber auch Übungen. Hier kann man schön die zwei Seiten des Uni-Alltags sehen. Auf der einen Seite können wir uns entspannen, mit Studierenden quatschen und auf der anderen Seite ist der Meetingraum. Der ist auch noch ausgestattet mit Surface Hubs. Hier ist schon direkt der nächste Aufenthaltsbereich, angeschlossen an der Sonnenterrasse. Hier setzen wir uns total gerne hin zum Lernen, aber auch um unsere Pausen zu verbringen. In diesem Seminarraum gibt es 30 PC-Arbeitsplätze, die hauptsächlich von den Kreativstudiengängen genutzt werden. Das hier ist ein weiterer großer Seminarraum, von dem können wir direkt auf die Schildergasse gucken. Das zeigt dir, wie zentral wir hier eigentlich sind. Wir haben hier auch einen Mac-Raum mit 30 Arbeitsplätzen, die hauptsächlich für die Bildbearbeitung genutzt werden. Sprich, alle gängigen Adobe-Programme plus WordPress sind hier vorinstalliert. Wenn du eher so der Kreativmensch bist, dann wird dir die dritte Etage bestimmt gefallen. Komm mit! In der dritten Etage angekommen, stehe ich auch schon direkt im Forum und hier ist definitiv am meisten los. Studierende treffen sich hier beispielsweise, um Pause zu machen, aber hier werden auch Events veranstaltet, zum Beispiel Bierpong-Events, das kann dann ungefähr so aussehen. Spieleabende, aber auch Gastvorträge von spannenden Menschen und Unternehmen. Angrenzend ans Forum ist die Kochecke, in der wir selbstverständlich kochen können oder mitgebrachtes Essen in der Mikrowelle erwärmen. Jetzt gehen wir vom Forum über den Flur ins TV-Studio. Das TV-Studio ist ausgestattet mit Equipment für jegliche Art von Filmproduktion. Das beinhaltet Kamera, Licht, Grip, aber auch den Greenscreen. Im hinteren Teil der dritten Etage ist dieser Gang. Hier ist die Maske, Tonstudio, Regie, VFX-Raum, aber auch ein Seminarraum für Schnitt. Während der Studioproduktion kann hier live Regie geführt werden. Außerdem erfüllt die Technik hier Fernsehstandard. Neben der Regie ist das multifunktionale Tonstudio. Hier werden Filme vertont, aber auch Podcasts aufgenommen. Das ist unser VFX-Raum. Der hat unter anderem Workstations für Color Grading. Dieser Seminarraum ist ausgestattet mit 24 Workstations für Compositing und Schnitt. Das war's mit unserer Campus-Tour. Wenn diese dir gefallen hat, dann komm doch gerne mal persönlich vorbei hier am Campus der Makromedia in Köln.